Hier geht es einmal um die Kassenprüfung, den Ablauf dieser Kassenprüfung. Und zwar müssen einmal sämtliche Daten erfasst werden von dem Ortsverband zum Beispiel. Das wird einmal kann geschehen in dem Kassenprüfungsbericht, den es einmal in Blattform gibt, so dass man das handschriftlich eintragen kann. Andererseits gibt es dieses Formular auch als PDF-Datei und dann kann man das eben auch eintragen, hier zum Beispiel am 20.01.2017 ist die Kassenprüfung erfolgt für das Jahr 2016. Dann das Ganze war angemeldet, weil wir die Revision vorher informiert haben. Vorsitzender der Gliederung ist und dann wird hier der erste Vorsitzende eingetragen, dann die Kassiererin bzw. Schatzmeisterin oder Schatzmeister der Gliederung ist und dann geprüft wurde das Kassenbuch mit den Belegen für die Zeit vom 01.01.01.2017 2017. Wenn ich jetzt also weiterschreibe, dann wird das Ganze immer kleiner. Also das Ganze passt sich dem Feld an. Bis 31.12.2016, nicht 2017, stelle ich gerade fest. Und das muss natürlich hier auch heißen von 2016, 01.01.2016 bis 31.12.2016. So, dann geht es hier noch drum, hier Ortsverband UV Musterhausen, so. Und dann werden entsprechend dann, ich kann natürlich jetzt hier noch x-beliebig hier weiterschreiben, da wird die Schrift immer kleiner, wie man hier sieht. Und so, dass hier also wirklich auch lange Texte hinpassen. Lösche das jetzt mal wieder raus hier, indem ich die Enter, also die Entferntaste geht nicht, die Enter-Taste drücke. Wird das Ganze wieder größer hier und dann kann ich bis bei Musterhausen bin. Da. Ortsverband Musterhausen und zu welchem Kreisverband das gehört und so weiter. Das tragen wir dann ein. Dann sämtliche Daten, die sonst hier noch gefragt werden. Der Vortrag aus dem die Prüfung ergab der Abschluss der bei der Prüfung ergab der Abschluss der Buchführung Bargeld-Barkasse, Bankkonten und Sparbücher. Und dann wird das eben hier hingeschrieben, die Beträge. Dann gibt es hier unten dann noch einmal hier den Bereich Seite 2 zum Kassenbericht vom so und so vielten. Das Bankguthaben wird auf folgendem Konto anhand des Kontoauszuges nachgewiesen. Dann kommt hier das Girokonto zum Beispiel rein. Ein zweites Girokonto, wenn das vorhanden ist, was meistens nicht der Fall ist. Und dann gleichzeitig noch einmal ein Sparbuch und eine Bargeldkasse. Das wäre also ein drittes Konto im Grunde. Das Konto, die Konten wurden unter der Bezeichnung Sozialverband Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. mit dem Zusatz und so weiter geführt. Dann sollte dies nicht der Fall sein, ist umgehend eine Änderung von den Banken vorzunehmen, weil das in Vorschrift ist. Dass immer dieser Zusatz ist, Sozialverband Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. So. Und dann verfügungsberechtigt über dieses Konto sind je zwei Personen gemeinschaftlich und dann stehen hier die Vor- und Zunahmen. Ein Sparbuch wird bei der Bank so und so geführt, unter der Sparbuchnummer so und so. Und das Ganze würde dann eben hier eingetragen werden. Dann würde einmal noch hier auf Seite 3 Inventar der Sachwerte. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Drucker vorhanden sind oder ja, irgendwelche Geräte halt, ja, das wird eben dann eben hier erfasst und dann vermerkt Beanstandung bei der Kassenprüfung, was dazu beanstanden ist. Und Schlussbemerkung, die für die Prüfung erforderlichen Bücher, Belege und Unterlagen wurden den unterzeichneten Revisionen vorgelegt. Andere Vermögensbestände und Schulden sind nicht vorhanden. Da kommt dann einmal auch dann hier das Datum rein und die Namen der Revision.
und dann für die Richtigkeit einmal der erste Vorsitzende bzw. die erste Vorsitzende, die eben das Ganze leitet, diese Kassenprüfung. Das würde dann hier also einmal eingetragen. Das wäre die Form in Papierform als Formular, wie es vorher üblich war. Die neue Art wäre, wir haben ein Blattkassenbuch, hier dieses kleines Kassenbuch für ältere Excel-Version V03, das wir hier von dem Herrn Bodo Hensch bekommen haben. Wollen wir denn dieses Bild, was ich dazu habe, einmal, wir haben hier einmal hier, wo wir einen Lehrgang hatten. Am 28. Mai 2016 erhielten wir bei der Teilnahme am Schatzmeisterseminar von dem Dozenten Herrn Bodo Hensch, Leiter der Finanzen und Bilanzbuchhalter der Landesgeschäftsstelle des Sozialverbandes Deutschland Nordrhein-Westfalen e.V., dieses Programm, kleines Kassenbuch Version V03. Und in diesem kleinen Kassenbuch, dort haben wir einmal statt diesem Blatt für die Kassenprüfung, gibt es einmal dieses Summenblatt hier. Das wäre hier das Arbeitsblatt Summenblatt. Ich glaube, ich blende einmal die Bildschirmlupe ein, damit man das besser sehen kann, wo ich mich jetzt gerade befinde. Wir haben hier unten also einmal das Blatt Summenblatt und hier sind sämtliche Daten, werden hier einmal voreingetragen in den gelben Feldern. Und zwar betrifft das einmal die Gliederung, die Ordnungsnummer, also den Namen der Gliederung, Ortsverband Musterhausen zum Beispiel, die Ordnungsnummer der Gliederung, die Sie in den Aviszahlungen immer finden, dann die Steuernummer, die finden Sie in dem Freistellungsbescheid für Ihre Ortsgruppe zum Beispiel, Musterhausen, und dann das Kalenderjahr ist das gleichzeitig das Geschäftsjahr, um das es hier geht. In diesem Fall wäre das das Jahr 2016. Und weil wir jetzt das Jahr Januar 2017 haben, also im Januar 2017, machen wir dann eben eine Kassenprüfung für das zurückliegende Geschäftsjahr 2016. So, und das Ganze wird im Januar gemacht, weil alle, die daran teilnehmen, so informiert worden sind, dass eben im Januar diese Kassenprüfung ist. So, das ist abgesprochen und der Schatzmeister muss dann eben in diesen gelben Feldern hier schon mal im Voraus hier diese Daten eintragen und die werden dann am Tag der Kassenprüfung überprüft anhand der vorliegenden Kontoauszüge und Kontokarten und so weiter, wird das alles einmal überprüft. Einmal, weil wo diese Konten sind, bei der Sparkasse Musterhausen zum Beispiel, und dann einmal die Girokontonummer, das wäre zum Beispiel heutzutage dann eben die IBAN-Nummer, die mit DE anfängt, großes D, großes E, und dann folgen hier mehrere Zahlen hier, und beim Sparbuch ist es eben dann einfach die Sparbuchnummer. Dann gibt es hier noch einmal die Geldbeträge, die für dieses Kassenbuch am 1.1. des Geschäftsjahres hier vorhanden waren. Einmal auf dem Girokonto, das wird in dem gelben Feld eingetragen. Hier ist die Spalte Verprobung übrigens hier, wenn man davon mal redet. Und in dieser Spalte Verprobung wird in dem Bereich hier von Bankguthaben hier wird einmal dann diese Daten hier eingetragen in diesem Bereich und hier unter Verprobung wird einmal eingetragen der Betrag vom Girokonto, der Betrag vom Sparbuch und der Betrag von der Barkasse. Das ist das Erste, was einmal überprüft wird anhand des Kassenbuches. Das Kassenbuch wird übrigens auch einmal in dieser Form dann hier geführt, was aber ähnlich ist im Grunde wie das Blattkassenbuch, nur bei diesem elektronischen Kassenbuch gibt es noch einmal hier die Spalte Art hier, wo sämtliche Arten der Einnahmen und Ausgaben hier zum Beispiel verbucht werden,
worum es sich bei dem jeweiligen Beleg handelt. Belege können sein, hier zum Beispiel einmal hier diese Belege hier als Einzahlungsbeleg, die man eben von handschriftlich ausfüllt, wobei eben wichtig ist, dass zum Beispiel einmal bei jedem Beleg einmal ein Belegtext da steht, um was es sich handelt, dann einmal das Datum, wann das Ganze stattgefunden hat und dann einmal der Betrag, Textbetrag, und dann müsste einmal hier noch einmal stehen, hier oben eine laufende Belegnummer. Das wäre immer die nächste freie Belegnummer, die in dem Kassenbuch eben dann möglich ist. Die wird dann hier eingetragen als Belegnummer und dann müsste man noch einmal eine Artnummer dazu tragen. Artnummer bedeutet zum Beispiel, wenn wir hier eine Einzahlung haben, hier zum Beispiel Blatt, Kassenbuch, Buchung, Porto, Artnummer 028, dann wäre das hier zum Beispiel einmal eben die Sache, dass wir hier diesen Eintrag von 21 Euro für 30 Briefmarken zum Beispiel, würden wir als Text dann hinschreiben für die Mitgliederbetreuung. Und dann würden wir als Artnummer, jetzt steht das hier noch nicht, das wäre dann die Artnummer 28. Wie kommen wir auf diese Artnummer 28? Dazu gibt es einmal in dem Blattkassenbuch einmal, in dem elektronischen Kassenbuch, also kleines Kassenbuch für ältere Excel-Version V03. Da gibt es einmal ein Arbeitsblatt. Alles, was hier unten ist, das nennt sich Arbeitsblätter. Und in dem Einnahmen-Ausgabenliste, Blatt-Einnahmen-Ausgabenliste, da sind eben diese Einnahmen-Ausgabenarten. Und hier ist eben zum Beispiel eben unter der Art Nummer 28 ist eine Ausgabe, zum Beispiel für Porto und Paketgebühren. Und das ist dann eben der Eintrag, der in dem Kassenbuch erfolgen würde bei einem Blattkassenbuch. Da würde dann eben hier unter der Spalte A, die ich hier noch zusätzlich ergänzt habe, aus dem Feld Text habe ich hier etwas abgetrennt, hier die Spalte A. Und hier könnte ich dann zum Beispiel die Art Nummer 28 eintragen, um diesen Beleg für die 30 Briefmarken eben hier artgerecht zuzuordnen. Und zwar würde das ja dann, was wollte ich jetzt machen? Ich habe hier praktisch eben die Zuordnung der Artnummer 28. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier in dem elektronischen Kassenbuch eben hier etwas hätte, dann wäre das zum Beispiel hier bei der Artnummer 28, habe ich hier einen Kommentar hier einmal eingefügt, hier Ausgaben Art 28. So einen Kommentar könnte man einfügen, indem man hier einmal draufklickt auf das Feld für die Artnummer, die rechte Maustaste drückt und dann einmal zum Beispiel einmal geht auf Kommentare bearbeiten und dann könnte man hier den Kommentar bearbeiten, indem man hier mit der Pfeiltaste nach oben geht und könnte jetzt hier noch etwas dazu schreiben. Das ist also ohne weiteres möglich. So, und dann, wenn man woanders hinklickt, ist der Kommentar dann wieder weg und so wäre er wieder sichtbar, wenn man darüber fährt. Und wenn man das wieder neu bearbeiten möchte, kann man eben, wie gesagt, einmal wieder auf neu bearbeiten gehen oder man könnte das Ganze auch dauerhaft einblenden. Das ist auch möglich. Hier draufklicken mit der linken Maustaste, rechte Maustaste und einmal Kommentar bearbeiten, Kommentar löschen oder Kommentar ausblenden. So, das soll es einmal schon gewesen sein. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir dann die einzelnen Buchungen, gehen wir also einmal durch alle, die wir getätigt haben und jeweils einmal das Datum wird erfasst, einmal der Text des Beleges, den wir ja gerade gesehen haben. Also es kann ein x-beliebiger Beleg sein und auf jedem Beleg haben wir schon einmal voreingetragen die laufende Nummer, also das wäre hier diese laufende Nummer. Gleich laufende Belegnummer wäre das und dann haben wir einmal eingetragen die Artnummer. Das ist entscheidend, dass wir diese Werte eben für jeden Beleg haben.
Und ausgehend von diesem Eintrag hier in dieser Spalte Art hier, wenn wir hier für jeden Beleg einen Betrag eingetragen haben, in einen dieser Einnahmen-Ausgabenspalten für je nach dem Kontobereich, dann haben wir diesen Einnahme Art 1 zum Beispiel von 90 Euro und die Einnahme Art 2 von 100 Euro wird dann automatisch in dem Kassenbericht erfasst. Das wird automatisch, da brauchen wir gar nichts machen. Und dieser Kassenbericht ist auch ein Teil von den Sachen, was wir eben dann hier auch nach erfolgter Kassenprüfung auch eben hier einmal unterschreiben, dass hier die sachliche und rechnerische Richtigkeit eben dann auch vorhanden ist. Das wird dann eben auch unterschrieben. Also dieser Kassenbericht wird gebraucht. Und was wird noch gebraucht? Es wird gebraucht das Kassenbuch, was wir ja prüfen. Und dann sehen wir ja auch den Endbestand. Der steht eben dann da unten, ganz unten an der unter dem letzten laufenden Beleg hier. Da steht dann hier als Bestand hier unten in der Zeile 137 stehen dann eben die Einzelbelege, eben hier in diesem Fall die 300 Euro von der Bargeldkasse, dann von dem Girokonto die 1090 Euro und die 500 Euro von dem Sparbuch als Beispiel. So, das wird eben dann einmal auch geprüft am Ende des Jahres, ob diese Daten dann eben hier stimmen. Das wird nachgerechnet, also einer liest vor von dem Revision, liest aus dem Belegblattordner, liest er jeden einzelnen Beleg vor und zwar mit dem Datum, laufende Nummer, Datum, die Art Nummer und den Betrag. Den liest er vor und überprüft dann gleichzeitig der Text, ob der mit dem einzelnen Beleg sinngemäß übereinstimmt, der Zweck des Beleges. Ob das daraus auch hervorgeht, dass das für was das war, zum Beispiel Zeitungsversand hier an die Mitglieder oder sowas, ob das denn hier erfolgt ist. So. Summenblatt. Summenblatt hatten wir, da sind die Stammdaten drin, die werden überprüft ganz zu Anfang. Und zu Anfang hatten wir gesagt, tragen wir einmal die Anfangsdaten ein aus dem von dem Geschäftsjahr. Am 1.1. des Geschäftsjahres tragen wir die Daten ein, die aus dem Geschäftsjahr davor eben übergeben worden sind. Das sehen wir an den vorhandenen Kassenbericht, eben aus dem Vorjahr kann man das dann ersehen oder auch aus dem Kassenbuch und diese Werte müssen dann eben hier eingetragen werden zu Anfang des Jahres als richtigen Wert und das wird von den Revisoren überprüft. Die erste Vorsitzende, die überwacht das Ganze, ob das seine Richtigkeit hat, wie vorgegangen wird und dann am Ende des Jahres geht es darum, die Einträge, die wir einmal finden in dem Kassenbuch, die müssten dann einmal hier am Ende des Jahres ja hier dann entstehen. Und diese Beträge, die hier unten stehen, die müssten dann einmal in das Summenblatt übernommen werden. Die werden dann hier das Bank- und Bargeldguthaben in diesen Zeilen hier, wird das Bank, also in diesen gelben Feldern, wo für die Spalte Verprobung, werden diese drei Werte des Guthabens, des Bank- und Bargeldguthabens am 31.12. des Geschäftsjahres eingetragen. Und zwar, wie gesagt, aus dem Kassenbuch werden sie, weil sie ja da auch nachgerechnet worden sind von dem zweiten Revisor, der hat dann das Ganze nachgerechnet. Bei jeder einzelnen Buchung hat er entweder den Betrag des Beleges einmal dazugerechnet oder abgerechnet, je nachdem, ob es eine Ausgabe oder Eingabe war. Und damit kommt dann am Ende des Jahres für jedes Konto jeweils ein Gesamtbetrag raus, eben dem
an der Endbetrag. Und dieser Endbetrag wird hier eingetragen und in dem Moment, wo wir den eintragen, wird ein Vergleich hergestellt und wir bekommen also einmal eine Gegenrechnung. Glückwunsch, Ihre Daten sind stimmig. Wenn diese Daten in dem Kassenbuch richtig sind, wird das so eingetragen. Die zweite Meldung, die wir hier erhalten, Bargeldbestand entspricht dem Kassenbuch. Das bezieht sich einzig und allein auf den Zählbericht. Ob dieser Zählbericht hier, wenn wir das Geld nachzählen, in der gleichen Höhe vorhanden ist, wie der Geldbetrag des Bargeldes, der in dem Kassenbuch einmal hier dann am unten steht immer. Und dieser Eintrag hier, Kassenbericht, das ist zum Beispiel dieser Eintrag vom Zählbericht, das ist also immer, nachdem wir das Kassenbuch irgendwann einmal gesagt haben, wir machen jetzt die nächsten aktuellen Belege, schreiben wir hier auf, dann müssten wir auch immer einmal den Zählbericht einmal hier ergänzen, passend hier, wie viel Geld dann noch in dem Bargeldkonto ist hier. Das wird dann hier eingetragen und dann würde das eben als Ergebnis dann hier unten stehen. Bargeldbestand entspricht dem Kassenbuch oder eben, wenn ich eben einen Fehler drin habe, so wie wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Cent einmal mehr habe, dann hätte ich ja einen Betrag von 301 Euro und dann wäre natürlich eine Differenz vorhanden, natürlich auch, wenn etwas fehlen würde. Und das würde ich dann sehen und das würde sich auch am Jahresende natürlich erst recht auch dann bemerkbar machen, wenn hier steht, bitte prüfen, eine Differenz vorliegt, dann würde dieser Text, der hier steht, auch übergeben. Ach, ich kann da nicht draufklicken, ohne dass eine Fehlermeldung kommt, aber den Text meine ich hier jedenfalls, dieser Text, bitte prüfen, da eine Differenz vorliegt, der wird 1:1 übertragen dann zu dem Summenblatt, da liegt der, steht dann dieser Text genau da drin und wenn ich aber hier beim Zählbericht einmal hier dann nochmal genauer nachzähle und stelle fest, es waren doch nur 300 Euro drin, dann sehe ich hier, Bargeldbestand entspricht dem Kassenbuch und auch das Summenblatt hier zeigt mir dann an, Bargeldbestand entspricht dem Kassenbuch und hier oben steht dann Glückwunsch, Ihre Daten sind stimmig. Wenn diese beiden Werte eingetragen sind, dann ist das Ganze richtig ausgeführt, vorausgesetzt, alle Belege sind eingetragen. Und das wird ja geprüft eben mittels des Kassenbuches und mittels der Belege, die in dem Belegordner sind von diesem laufenden Geschäftsjahr. Ja, ich würde einmal sagen, was brauchen wir noch? Ich schaue noch einmal nach, was haben wir noch? Wir haben einmal dann den Kassenprüfungsbericht, hatte ich gesagt, die einen Auszahlungsbelege, das ist klar, da gibt es also Einzahlungen, Auszahlungen, wenn wir handschriftlich etwas bestätigen müssen, weil die Bons vielleicht ausbleichen, dann können wir die Bons einmal kopieren und können zusätzlich noch einmal hier zum Beispiel einen Auszahlungsbeleg hier schreiben, dann eben für irgendwelche Dinge, die wir für die Mitglieder gekauft haben oder für die Mitgliedsverwaltung. So, und das kann man eben das Ganze hier für Freude und Leid oder so, Kasse, das kann man dann eben entsprechend dann hier als Beleg, Einzelbeleg dann eintragen und dann an die Personen, die das vorgestreckt haben, dann eben wieder zurückgeben. Deshalb hier dieser Ausgabebeleg aus der Bargeldkasse oder das kann auch hier aus einem x-beliebigen anderen Konto sein. Das ist also ein universeller Beleg vom Sozialverband Deutschland. Also im Grunde ein Quittungsbeleg. So, das hatten wir. Was hatten wir noch nicht? Das hatten wir auch erklärt. Wo waren wir noch? Wir haben einmal den Kassenprüfungsbericht, das haben wir auch. Was haben wir hier noch einmal? Ah ja, jetzt haben wir noch einmal hier, das war ja einmal das Kassenbuch hier, das elektronische, was ich hier gezeigt hatte. Und dieses wäre jetzt hier dann die ganze Zuordnung, die Artnummer, wo wir etwas zuordnen, zu welchem Bereich. Hier zum Beispiel, das wäre ein Formular, wie es in einer Form als Blatt vorhanden ist, wo wir das handschriftlich eintragen können, wenn wir das hier zum Beispiel ausdrucken. Ich habe es mir als
als Excel-Format zum Beispiel gemacht, eher als Tabelle und kann dann diese Daten selber eintragen. Und wobei ich hier eben aber nicht eben die Möglichkeit habe, eben auf eine Artnummer zurückzugreifen. Hier steht nur immer ein Text. Ich könnte jetzt praktisch dann eben für jeden Eintrag, der hier steht, eine extra Artnummer hier dazu schreiben und könnte dann genauso gut diese Arten dann verwenden bei einem Blattkassenbuch, um eben das Ganze zu erfassen. Ja, sinnvoller ist es, wenn wir ein, zum Beispiel ein, das elektronische Kassenbuch haben, dann haben wir eine viel deutlichere und einfachere Art der Zuordnung, dass wir eben hier einmal das Arbeitsblatt Einnahmen- und Ausgabenliste, wo wir sämtliche Arten der Ein- und Ausgaben einmal sehen und auch für welche Zwecke wir das Ganze dann eben hier zugeordnet haben. Das wäre also die Artennummern 1 bis 11 für die Einnahmearten. Dann haben wir 12 und 13 für Geldtransferarten. Wenn wir praktisch von einem vom Sparkonto zum Beispiel etwas in der Bargeldkonto, also in der Bargeldkasse rein transferieren, dann wird das Geld ja nicht mehr. Dann würde also das Geld unter der Art eben hier 13 zum Beispiel, könnte sein dann eben von der Sparkasse, vom Sparbuch an die Bargeldkasse. Wenn wir dann eben sowas haben, dann könnte man das hier zum Beispiel eintragen als Sonderform des Geldtransfers, weil das hier jetzt eben so nicht zu sehen ist. Und ich müsste dann eben in dem Kassenbuch dann auf beiden Seiten eben dann hier eben etwas schreiben. Geldtransfer. Ich schaue mal, ob ich hier die Art Geldtransfer habe. Das wäre hier zum Beispiel Geldtransfer von Bank an Kasse, beziehungsweise von Kasse an Bank und hier einmal von Sparbuch an Kasse, beziehungsweise von Kasse an Sparbuch. Und hier müsste ich dann natürlich dann einmal dann entsprechend dann sowohl auf der Ausgabenseite zum Beispiel beim Sparbuch 100 Euro abgehoben und in dem Feld Einnahmen für die Bargeldkasse müsste ich dann eben den gleichen Betrag für den gleichen Beleg dann einmal reinschreiben, sodass das hier in dem Kassenbericht hier nicht als Geldbetrag erscheinen würde, weil das Plus und Minus hier ausgeglichen ist. Hier steht zum Beispiel eben nochmal extra als Anmerkung: Banksaldo muss 0,00 Euro sein. So, sonst ist da irgendwas verkehrt gerechnet, dann stimmt die Kasse natürlich nicht. So, das sind so Sachen, die man dann eben vergleichen muss als Revisor. So, ich würde einmal sagen, ich meine, im Groben hätte ich jetzt das alles aufgeführt. Ach so, ja, das hatte ich ja gesagt. Und diese Einnahme-Ausgabe-Arten, von denen ich gerade gesprochen habe, diese hier, das sind die gleichen Texte, die jetzt hier drin stehen, in dieser Spalte ein Art der einen Ausgabe. Das sind die gleichen Texte, die auch drin stehen in dem Kassenbericht. Das heißt also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei der Art Nummer 10 zum Beispiel, die im Moment nicht verwendet ist, hier in der Einnahme-Ausgabenliste für die Spalte 10 einmal hier Test reinschreiben würde, dann würde eben dieser Text, der hier drin steht, auch übernommen werden automatisch in dem Kassenbericht, so dass ich dann also hier einmal dann hier dieses Feld Test hier drin stehen haben als Text. So kann ich also auch noch Sachen ergänzen. Einnahmearten oder Ausgabearten gibt es das auch hier unten einmal, könnte ich dann auch hier einmal dann, hier kann ich nichts eintragen, denn wenn ich hier etwas eintrage, gibt es eine Fehlermeldung. Wie gesagt, also zurückgegriffen wird immer auf diese Einnahmen-Ausgabeliste und wenn ich hier jetzt zum Beispiel etwas eintragen will als 45. Eintrag der Ausgaben, also Art Nummer 45, dann würde ich hier zum Beispiel schreiben Ausgaben Art 45, nur damit ich hier einen Text stehen habe. Und wenn ich hier in diesen gelben Feldern, überall, wo ich also gelbe Felder finde, da darf ich etwas reinschreiben und kann ich etwas verändern. Hier in den weißen Feldern, wenn ich hier was schreiben würde, käme sofort eine Fehlermeldung. Also die gelben Felder sind erlaubt hier und da auch hier. Und dieses wird dann eben übernommen in dem Kassenbericht hier. Einmal dann Ausgabe Art 45 hier, ein Beispiel hier und das hier. Die Einnahme A10, wo ich Test als
Einnahmeart hingeschrieben habe. So, nur einmal dazu. So, ich würde einmal sagen, das soll es einmal gewesen sein, wie die. Ach so, ich kann noch einmal schauen, ob ich was vergessen habe. Ich habe mir das einmal aufgeschrieben hier. Und das werde ich dann unten in diesem, unter diesem Video, unter Bemerkungen oder Beschreibung dann eben einmal hinschreiben. Ablauf am Tag der Kassenprüfung. Zum Beginn der Kassenprüfung liegen uns die Ausdrücke vom Jahresabschluss des Vorjahres vor. Und dann ist einmal erklärt, um was es hier geht und wie der ganze Ablauf ist. Das könnten Sie sicher dann einmal durchlesen, wenn Ihnen das hier sinnvoll erscheint, eben diese zusätzlichen Informationen zu erhalten. Also ich habe hier nur diese Sachen hier dann eingefügt. Ja, ich würde einmal sagen, das soll es einmal gewesen sein. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.